herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Part der Pokémon Schwarz und Weiß Color Lock Versus mit Maxi vom Vogel und mir, Donny Dancer. Hallo. Hallo, es hat gerade geklingelt. Ich hoffe, mein Papa geht an die Stark Tür. Da, Klingeln in der Aufnahme ist auch einfach so ein festgeschriebenes Gesetz, sage ich das. Wenn du so ein längeres Projekt hast, ist das ein vorgeschriebenes Gesetz. Weißt du, es hätte jetzt auch gerade in der Pause passieren können. Nein, es passiert jetzt. Ja, natürlich. Schicksal. Freunde, ich habe was angeteasert im letzten Part. Darüber muss ich jetzt reden. Die Geschichte wird nicht so spektakulär sein, wie ihr denkt, auch wenn ich gesagt habe, wir reden jetzt über Amoklauf. Ja, es ist jetzt nicht so spektakulär, wir reden über Amoklauf, Und zwar, ich überlege gerade, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Oh nein, das ist nicht gut. Auf jeden Fall war es bei uns mal so, es gibt so, bei unserer Stadt gab es so, oder da, wo ich halt auf der Schule war, gab es so eine Internetseite von der Stadt sozusagen, wo ich so unterhalten konnte. Sagen wir so Twitter für weniger Menschen. Nennen wir es mal so. Mhm. Und da haben halt immer mehrere Leute so zusammen geschrieben. Und irgendwann war es dann mal so, dass anscheinend irgendwie so ein Oberstufenschüler gesagt hat so, jo, mein Leben ist so mega scheiße, alles kacke und die Schule ist ranzig, ich hasse die Schule, ich bring da jetzt alle so um. Dies, das, morgen werde ich... Hat er einfach gesagt. Ja, hat er einfach da so als Satz halt geschrieben zu seinen Freunden und so und zu mehreren. Okay. Und hat dann halt auch so gesagt, jo, ich werde dann morgen wohl einen Amoklauf in der Schule starten. Und dann bin ich halt so mit dem Bus, ich wusste davon zu dem Zeitpunkt noch nichts, weil es war Sonntag und es war halt dann Montag in der Früh und bin dann so... Warum schreibt man sowas? Weiß ich nicht. Bin dann halt so in die Schule gefahren und dann waren wir alle im Bus schon so verwirrt, oder zumindest ich und mein Kumpel dachten uns, ja, warum stehen da zwei Polizeiautos da vorne? Ja, wahrscheinlich wird irgendeine Klasse irgendwie einen Vortrag von der Polizei oder so haben wahrscheinlich. Dann sind wir halt so reingegangen. Dann waren da auch irgendwie so viel weniger Leute da als sonst, weil normalerweise Aula immer bummvolle bei uns gewesen. Und da waren super wenig Leute da und wir dachten uns, ist heute irgendwas? Haben wir irgendwas verpasst oder so? Im Bus waren auch schon ein paar weniger Leute da. Dann sind wir halt, Drachenstoß, okay. Und dann sind wir halt so in den Unterricht gegangen. Und dann so das Erste, was so im Unterricht gesagt wurde, ja, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, aber stehen ja so Polizeiautos vorne. Wisst ihr denn warum? Haben wir so gesagt, nein. Nee, warum? Was ist denn? Warum solltet ihr das wissen? Ja, das denke ich mir auch. Vor allem, das war in der 5. Klasse. Da denkst du auch nicht irgendwie so in die Richtung. Und dann hat die so gesagt, ja, wow, Latios kann keinen Drachenstoß lernen, aber Flampivian und mein Shilock stark. Klingt sinnvoll, ja. Auf jeden Fall war es dann so, dass die dann uns so gesagt haben, ja, also anscheinend hat gestern jemand auf der und der Seite angekündigt, er wird jetzt hier einen Amoklauf starten. Das heißt, wenn ihr jetzt zu viel Angst habt, dürft ihr eure Eltern anrufen, dass sie euch wieder abholen sollen, dann dürft ihr gehen. Dann haben wir halt so gesagt, ja. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich sowas gehört hätte, einfach nur aus Prinzip, es ist diese winzige Prozentchance da, dass das wirklich passieren könnte, würde ich einfach gehen. Ja, richtig. Und deshalb haben wir dann auch so gesagt, ja, wir würden dann daheim so anrufen. Die hat halt so gesagt, ja, wenn ihr nicht gehen wollt, müsst ihr nicht. Wir würden dann alle uns zusammen unten in einen Raum begeben und dort dann bleiben. Wo ich mir auch dachte, ist das so sinnvoll? Hä, was bringt das denn? Ja, du musst ja trotzdem die alle beaufsichtigen, Maxi. Ach so. Aber ja, gut, okay. Ich weiß halt auch nicht, ob es so sinnvoll ist, sich zu splitten oder so. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass wir halt unsere Eltern angerufen haben und dann halt auch echt abgeholt wurden. Und dann waren dann nämlich auch so viel mehr, dann waren da auf einmal so 6 oder 7 Polizeiautos da. Ich glaube, ein Krankenwagen stand sogar auch schon da. Falls irgendwas ist, also da wurde richtig krass aufgefahren. Ja, das Ding ist, musst du ja. Ja, ernst natürlich, nehmen. Natürlich, das ist ja auch komplett richtig gewesen, aber so als kleiner scheiß Fünftklässler denkst du dir, what the fuck passiert hier? Habe ich mich hier schon? Nee, hier kann ich jetzt nachdenken. Und war halt so richtig schockiert und war dann einfach froh, so zu Hause zu sein. Ich habe mir dabei nicht so was Schlimmes gedacht, aber ich sag, wäre ich so in der 7., 8. Klasse gewesen, ich glaube, da hätte ich viel mehr realisiert, um was es da so geht in die Richtung und dass das eigentlich mega krass ist und so. Und da war das für mich so ein bisschen so. In ganz, ganz großen Anführungsstrichen so harmlos, weil es ist ja auch nichts passiert und es ist ja auch nichts gewesen oder so. Man hat dann nämlich auch den... Oh, Moment! Was? Kilia, bist du grün? Nee, der ist weiß. Das habe ich nämlich davor, glaube ich, auch nachgeschaut. Aber klar, die könnte grün sein, das weiß ich nicht. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Warum? Du darfst doch die Vorentwicklung fangen. Nee, darfst du nicht. Nee, weil stimmt, darfst du ja nicht. Vergiss es, ja, hast recht. Auf jeden Fall, war eigentlich schon eine krasse Sache, muss ich sagen.
Also ist eigentlich nicht zum Spaß. Und ich glaube, die haben den Typen dann auch gefunden, der das so geschrieben hat. Der durfte dann erstmal dick zum Psychologen gehen. Glaube ich zumindest. Weiß ich gar nicht so genau, aber ich wäre jetzt meine Vermutung. Aber ja, das war auf jeden Fall mal bei uns als erlaubt. Dann hat mal jemand während des Nachmittagsunterrichts dick den Feueralarm ausgelöst. Das war auch super, weil so keiner wusste, wo das Feuer herkam. Da war auch nicht irgendwie Probe oder so. Und dann kam so richtig natürlich auch wieder mega viel Feuerwehrautos, dies, das. Wurde wieder richtig schön aufgefahren. Die Leute in der Sportturnhalle haben das nicht mal mitbekommen, dass der Alarm da war anscheinend. Und wussten nicht, was sie jetzt machen sollen. Irgendwer ist dann da anscheinend in die Sporthalle noch gegangen, um denen zu sagen, jo, es brennt anscheinend irgendwo. Und dann zum Schluss hat man so gemerkt, hey, es ist aber irgendwie nirgendwo Feuer, was ist passiert? Und dann sind halt alle wieder weggefahren und irgendwie eine Woche später so hat sich herausgestellt, dass jemand anscheinend mit dem Ball so gegen die Wand immer geworfen hat und dann auf dem Feueralarm Button, nenne ich es jetzt mal, so fest im Ball anscheinend gedonnert hat, dass die Scheibe aufgesprungen ist und der Feueralarm dadurch ausgelöst wurde. Wow. Da dachte ich mir auch im Nachhinein, ich hatte Gott sei Dank an dem Tag keinen Nachmittag, weil da hätte ich mir auch gedacht, what the fuck? Was denn da ja, los? Bei uns ist es, glaube ich, mal passiert, dass jemand aus Spaß diesen, bei uns waren ja an jeder Dings sind ja so Feuerlöscher. Müssen ja überall befestigt sein. Und da hat die halt jemand aus Spaß halt rausgenommen und dachte, der ist gesichert und hat dann mit diesem Feuerlöscher rumgesprüht und dann war diese ganze Ebene voll mit diesem weißen Feuerlöschschaum. Das natürlich auch mega stark. Das war schon ein XD-Moment, sag ich dir. Ja, das glaube ich. Ansonsten, glaube ich, war bei uns nie noch irgendwie ein größerer Alarm. Ich weiß nur, dass mal bei uns der Keller überflutet war. Und dadurch auch irgendwie die, ja, und dann die Lichter und alles und so, Elektrizität gar nicht funktioniert hat und so. Und dadurch dann mal die Schule ausgefallen ist. Da dachte ich mir auch, das war okay für mich, weil war ja für mich nicht so was Schlimmes und ich hatte einen Tag frei dadurch. Ich stand mit meinem Kumpel auch so allein an da, wo der Bus halt dann stehen bleibt. Und wir haben uns so gefragt, jo, warum steht denn kein anderer mit uns da? Dann kam so der Bus zu uns und es war keine Sau drin. Wir haben so gefragt, hä, was ist denn los? Warum ist keiner da? Hat der Busfahrer so gesagt, ja, anscheinend ist irgendwie die Schule überflutet worden und wir so, ah, okay. Und sind dann. Dann gehen wir auch nicht. Dann gehen wir halt wohl nicht. Ist okay für uns und dann sind wir da natürlich auch nicht gegangen. Weil, gehst ja dann. Dass der Busfahrer das weiß. Naja, das haben wahrscheinlich irgendjemand. Nee, ich weiß es tatsächlich nicht. Aber vielleicht, weil er die Route kennt oder ich weiß es nicht, warum er das wusste tatsächlich. Tatsächlich jetzt im Nachhinein denke ich mir auch, woher wusste der das eigentlich? Der hat uns wahrscheinlich einfach belogen. Der hatte einfach nur an dem Tag keinen Bock auf so. Auf so ranzige Kinder. Nee, wir haben das ja dann auch extra nochmal so gegoogelt, ob das wirklich so ist. Und stand ja, vielleicht dann auch wurde auf das im Radio irgendwie erzählt und ihr habt es nicht mitbekommen. Das kann gut sein, weil es gibt da so einen Radiosender auch extra für die Stadt und das höre ich halt nicht. Das kann gut sein, dass er das vielleicht so hört und es dadurch. Aber bei uns war das mal so. Nee, das war, was heißt, bei uns war das mal so. Wenn bei uns zum Beispiel Feueralarm, es gibt ja irgendwie, man muss ja in regelmäßigen Abständen Feuerübungen machen, ne? Bei uns war so das Ding, als wir noch in der Mittelstufe waren, waren wir in einem Raum, in der du diesen Feueralarm kaum gehört hast. Das war wirklich extrem leise. Teilweise, wenn der Lehrer vorne was erklärt hat, hat er den Feueralarm übertönt. Und das sollte ja normalerweise nicht so sein. Nee, also das kenne ich gar nicht. Ich kenne ihn nur als mega laut. Genau. So wie es sich gehört. Ja, ich kenne ihn auf der Oberstufenebene. Wenn da irgendwas passiert ist mit Feueralarm, boah, Alter, hat's die Ohren weggehauen, Alter, das war nicht mehr witzig. Aber in der Mittelstufe haben wir das halt nie gehört. Und dann war unsere Mathelehrerin so und wir hören so ganz, ganz leise. Wirklich, man musste sich nicht darauf konzentrieren, dass man diesen Sound hört. Und dann sagen wir so, Frau ich sollte jetzt vielleicht. Ah, ja, Name! Nicht schlecht. Das werde ich nicht rausschneiden. Frau Lehrerin, ich habe auch nicht den Namen gesagt, aber ich habe angesetzt. Ja, das ist gut. Ich dachte, das wäre der Vollständige gewesen. Frau Lehrerin, der Feueralarm, der ist gerade an. Und sie hat uns nicht geglaubt, weil sie war halt ein bisschen älter und sie hat es nicht gehört. Sie hat uns nicht geglaubt, dass dieser Feueralarm angegangen ist. Und wir so gucken sie noch aus dem Fenster, da laufen alle auf dem Pausenhof und es ist Feueralarm. Und sie sagt so, nee, wir machen jetzt noch unsere Matheaufgaben fertig. Und dann saßen wir da
und haben diese Matheaufgabe fertig gemacht. Und dann kam heraus, es war kein Feueralarm, es hat einfach im Biologie- oder im Chemieraum, halt im Naturwissenschaftsgebäude, hat es wirklich gebrannt und sie hat einfach Matheaufgaben weitergemacht. Ja, stark. Mathe ist wichtiger als dein Leben, Maxi, jetzt weiß es. Was zum Fick ist die TM-Scheinwerfer? Ja, das ist die Signature-Attacke von Latios. Wirklich? Ja, aber ich glaube, Nebelball ist die von Latias. Kann maximal Angriff sein, dass ich die vertausche. Mit grellem Licht, der die Spezialverteidigung des Gegners eventuell senkt. Ah. Nice, man. Ja, der Manitan kann jetzt sogar schon Feuerschlag, der Geile. Oh, das der Manitan so stark. Mann. Ja, mit Sheer Force ist halt einfach so ein Böllerviech. Kopfnuss wird ja, sogar auch so verstärkt. Das ist der Wahnsinn. Einfach, ich habe mir schon so gedacht, boah, wer bei Blau Flampivian zieht, richtig nicer Cheatcode. Ja. Was wollte ich jetzt noch sagen? Boah, wenn so gesagt wurde, so manchmal wurde es von den Lehrern so ein bisschen angeteasert, yo, heute könnte vielleicht ein Feueralarm kommen, also flippt nicht aus und so. Das war dann noch immer richtig schlimm für mich, weil ich mir dachte, scheiße. Gab es bei dir, warte, gab es bei dir Leute, die wirklich ausgeflippt sind wegen Feueralarm? Nee, niemand. Aber... Oh, Alter, wir hatten zwei Leute in der Klasse, das oh, war nein, so nein, ihr hattet die, welche Hilfe. Ja, die waren immer hysterisch, wenn es Feueralarm war und aber, wenn es brennt und... keine Ahnung. Und wir hatten einmal bei einem Probealarm, wir wussten, es ist ein Probealarm. Also jeder wusste, es ist ein Probealarm. Und bei uns im Naturwissenschaftsgebäude gibt es einmal einen Balkon. Und du kannst aber auch einmal quasi übers Dach rauslaufen. Aber das solltest du logischerweise ja, solltest du vielleicht eher nicht machen. Und dann waren halt Leute auf dem Gang und haben diesen Feueralarm gehört. Und anstatt einfach wie normale Menschen, diesen Gang entlang zu gehen und dann rauszugehen auf den Pausenhof und sich irgendeiner Gruppe anzuschließen, haben sie sich gedacht, ah, da ist der Notausgang übers Dach. Klettern wir mal übers Dach raus. Das ist natürlich sehr stark. Das ist natürlich und, sehr stark. Da dachten wir uns, warum sind denn Leute auf dem... Nee, ich glaube, das war... War das überhaupt... Ich glaube, das war in der Sporthalle oder so. Auf jeden Fall sind Leute irgendwann auf dem Dach rumgelaufen, während das Feueralarm war. Und wir dachten uns, was machen die Vollidioten da auf dem Dach? Warum sind die da? Und dann wurden die von irgendeiner Lehrerin zur Sau gemacht. Das war relativ witzig. Ja, das glaube ich. Das ist immer schön, wenn man irgendwen sieht, wie er zur Sau gemacht wird. Ja, aber auch zu Recht, warum gehst du denn das? Ja, natürlich. Ja, das ist sowieso eine Bullshit-Aktion. Also, in den meisten Fällen wirst du zu Recht zur Sau gemacht, sage ich. Ja. Also von dem ja, her... Ja, manchmal nicht ganz, aber... Ja, ich habe bisher tatsächlich noch nie wirklich erlebt, wo man nicht... Nein, den meisten ja, Fällen ist doch, es doch, kommt drauf an. Also wir hatten halt auch eine Lehrerin, die Geschichte erzähle ich immer wieder sehr gerne. Das war so eine ganz alte Schachtel, wo ich mir denke, was... Also, nur das Leben war auch nicht so rosig für sie gesegnet, muss ich sagen. Da waren ein paar schlimme Unfälle, die sie miterlebt hat, ich oh, sag mal das so. Ist, ja, das ist eklig. Aber gleichzeitig denke ich mir halt auch, so gute Frau, sie sind noch Lehrerin, aber... Ja, auch wenn viel passiert ist so, aber wenn sie als Lehrerin so drauf sind, ist immer ein bisschen schwierig, weil... Ja, generell Lehrer, also Beispiel. Beispiel ist halt einfach nur, einer ist mal vorgegangen und den hat sie sowieso immer auf dem Kicker. Und der hat sich halt so ein Tuch einfach von oben geholt, um sich die Nase zu putzen. Und dann hat sie so gesagt, wir nennen ihn jetzt mal Karl, den ominösen werten Schüler. Karl! Was machst du da, hat sie so gefragt. Er hat halt so gesagt, ja, ich nehme halt ein Tuch zum Schnäuzen, weil sind sie blind oder so. Also hat er natürlich nicht gesagt, aber ich schmücke jetzt die Geschichte ein bisschen aus natürlich. Dann hat sie so gesagt, ja, du weißt aber, dass dieses Tuch Staatseigentum ist, oder? Ach, das ist ja die Geschichte, das ist die Geschichte. Staatseigentum. Du weißt, dass dieses Tuch Staatseigentum ist. Er so, hä, wie jetzt? Ja, das ist genauso, wie wenn ich jetzt einfach... ins Rathaus gehen würde und deine Lampe mitnehmen würde. Das ist genauso. Die und brauchst du mein Vorbild. Die ist so mein Vorbild. Ich sag dir diese. Ich hab mir einfach nur in den Kopf gegriffen und dachte mir, das Tuch ist für Schüler da, damit die sich die Hände putzen können oder halt schneuzen können. Ja, ist vom stell Staat. Stell dir vor, heutzutage chillt die da und in den Schulen sind so Desinfektionsmittel ausgestellt und die schnauzt ja. Schüler an, Karl, weil die das Desinfektionsmittel... Was machst du da? Das ist nicht das... Das Desinfektionsmittel gehört dem Staat, was soll das? Was soll du hast das, jetzt Karl, zwei warum? Möglichkeiten, entweder du nimmst selber dein scheiß Desinfektionsmittel mit oder du holst dir halt Corona. Das ist jetzt deine Sache. Aber der Staat ist auf meiner Seite.
Ah, die Frau die war. Die hat auch recht, die Frau. Die hat auch einfach. Ja, nee, die Frau war ein bisschen schwierig. Die hat auch irgendwie Karl alles der Große, und jeden. Wohl eher Karl der. Alles und jeden hat sie gehasst. Mich mochte sie einigermaßen, das habe ich ganz genau gemerkt, weil sie ganz anders mit mir geredet hat als mit als den mit anderen. Karl. Ja, als mit, also Karl war sowieso bei jedem auf dem Kicker, muss man sagen. Also, jeder Lehrer hat gerne mit dem, also man muss schon fast sagen, die Lehrer haben aber auch gerne mit dem gestritten. Weil der hat so auch immer sehr gut Paroli geboten. Und ich glaube, die meisten Lehrer haben sich so gedacht, boah, geil, mit dem kann ich mich jetzt richtig nice beefen. Und das ist ja wie auf Twitter, ne? Mit den Großen musst du dich beefen, damit du bekannt wirst. Und ne, wenn du als... Ich glaube nicht. Ja doch, guck mal, wir gehen das Ganze jetzt ganz logisch an. Wenn du als Lehrer mit dem Klassen... Das war auch so der Klassen... Ach so, natürlich! Wenn du dich mit dem Klassenclown anlegst und dich gegen den Klassenclown behaupten kannst, dann ist gleichzeitig so, oh, die kann sich mit dem Klassenclown anlegen, bei der sind wir vorsichtig. Aber war so Karl ein Klassenclown? Karl war der Klassenclown, ja. Ah, okay. Der hat sehr oft viel Bullshit gelabert. Also ich fand Karl jetzt nicht so witzig, die meisten anderen fanden Karl sehr witzig. Aber ja, mein Gott, das liegt da, ist halt Auslegungssache. Das war halt immer so einer, der hatte immer einen guten Spruch parat. Das ist immer so, man kennt auch so den einen, der immer irgendwas Witziges, irgendeinen witzigen Kommentar meint reinwerfen. Ja, der immer müssen. Was Witziges sagen genau. muss, aber auch. Der so diesen inneren Drang dazu hat, der geht das nicht. War tatsächlich, ich muss ehrlich sagen, dass genau das war unser Klassenlehrer in der Oberstufe. Der musste zu allem irgendeinen dummen Spruch oder Vergleich finden. Und ich dachte mir manchmal so, Entschuldigung. Was? Meinen Sie? Ich sag, beim Lehrer finde ich das aber meistens immer sehr sympathisch, muss ich sagen. Hallo, bin wieder da, ich zeig dich wieder. Also, beim Lehrer finde ich das eigentlich immer sehr sympathisch. Ich möchte übrigens anmerken, dass dieses Griffel mir gerade echt viel Damage gemacht hat auf jeden meiner Mons mit Kratzfurie, weil der immer 4 bis 5 Mal getroffen hat und ich glaube Techniker hat. Ich war gerade ein bisschen überrascht. Was ich noch dazu sagen wollte ist, deswegen, ich glaube, wir haben über Faust geredet oder so. Und dann meinte er so, ja, das ist ja wie, wenn du mit Wildfremden ins Bett steigst. Und ich dachte mir, warte mal eine Sekunde, was? Warum? Oh. Ein witziger Spruch, der gehört dazu. Ja, ich habe ihn geliebt, aber irgendwie manchmal war es auch ein bisschen komisch. Ja, es gehört halt dazu. Ich war ja auch, also an der Privatschule, wo ich gearbeitet habe, da war ich ja auch so ziemlich genau so drauf. Ich habe da auch immer einen lustigen Spruch versucht rauszuhauen. Und in die Richtung war auch immer der Witzige, da haben die meisten immer drüber gelacht. Also von dem her war das schon ganz okay. Aber manchmal dachte ich mir auch so, übertreibe ich es jetzt gerade? Ach, ist mir eigentlich egal. Wir haben mal Effie Briest geguckt, also als Film. Mhm. Und er guckt so diesen Film, mittendrin stoppt er und sagt so, nee Leute, wisst ihr was? Ich glaube, diese Frisur passt einfach nicht in die Zeit, in der dieser Film spielt. Und dann hat er am PC die Frisuren aus dieser Zeit gegoogelt und hat uns dann anhand dieser Beispielbilder erklärt, dass die Frisur der Schauspielerin nicht zu den Frisuren aus dieser Zeit passt. Ja, der hat einfach eine Filmanalyse daraus gemacht, kann man ja auch machen. Es geht einfach gerade darum, wie sie irgendwie ihren Typen betrügt und er haut irgendwas über ihre Frisur raus. Und wirklich, der Rest der Stunde ging dann über irgendwelche Frisuren von irgendwelchen Leuten und du sitzt dann da im Unterricht und denkst dir so, was, warum? Gegenfrage, warum nicht? Ist doch ein interessantes gute Thema. Frage, gute Frage, das ist ja wie Yu-Gi-Oh!, ne? Quasi das Yu-Gi-Oh!-Thema, Frisuren. Ja. Hättest ihm den mal zeigen sollen. Yo, Herr so und so, kennen Sie schon Akiza, die geile Schnitte? Schauen Sie sich mal die Frisur Alter, an. Akiza, so eine geile, sag ich, wie es ist. Und dann gucken Sie sich Yusei Fudo an, ignorieren Sie diese komischen weißen Streifen, die er auf seinem ganzen Körper hat, die auch aus irgendwelchen Gründen auf seinen Haaren vorhanden sind. Wobei, Sie können Yusei, gerne raus... Ja, sehr merkwürdiger Mensch. Ja, der war auch irgendwie ganz weird. Der war so introvertiert und gleichzeitig extrovertiert und gleichzeitig ganz weird. Der war oh, Krapper! So ein wilder. Das hört sich knackig an. Pantimimi, nee, mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Lass, geh mir weg. Der kann Power Punch, das weiß ich jetzt. Ah, gehen wir um Faustes. Nee, kann keiner lernen, schau. Aber ja, das waren so ein bisschen, ne? Wir haben ja so Lehrerthemen schon öfters mal aufgegriffen gehabt, von dem her. Aber ich sag, über meine da kann man immer wieder gut reden. Ich sag, solche Geschichten wären auch einfach nicht alt. Das ist halt das Schöne. Deswegen ist mein Lehrer war auch so ein knackiger, Alter. Ohne Scheiß, ich hab den richtig geliebt. Es war einer der besten Lehrer, die ich je hatte. Ja, das ist immer eine sehr schöne Sache. Ich sag, das Coolste ist dann immer, wenn du dich mit den Lehrern so später vielleicht auch mal nochmal triffst oder so. Ich hoffe ja, dass die mich auch mal wieder sehen wollen. Wobei, ich habe jetzt vor,
demnächst bei. Ich glaube, ich habe gerade einen. Oh ne, ich habe Zoroark encountert. Okay. Oh, stark. Ich habe ja auch zum Beispiel. Stell dir mal vor, dass wir. Warte eine Sekunde. Ist das immer so, wenn Zoroark encountert wird, dass das Bild so aussieht? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie das Bild gerade bei dir aussieht. Das sah ganz merkwürdig aus. Das schon. Was ist das? Was ist das, Leute? Warum? Es kann sein, dass es so weird ist, weil ja Zoroark eigentlich ein Event in dem Spiel ist. Ja. Und dass es dadurch irgendwie richtig buggy sein kann. Nein, nicht buggy. Es ist einfach nur ein weirder Übergang, weil das einfach nicht gut aussieht. Okay. Ich werde es ja dann im Schnitt hoffentlich, vielleicht, denke ich, sehen. Gucken wir mal. Ja. Aber ja, das ist auf jeden Fall. Oh, kein Encounter für mich, schade. Ich werde ja die Kids demnächst besuchen und ich hoffe, die freuen sich. Ich habe jetzt eigentlich extra schon reingeschrieben, yo, also an die Schulleiterin kann ich eigentlich kommen, so wegen Corona und so. Nicht, dass ich da einfach reinplatze und ihr dann alle schreit, ah, Corona! Und dann von mir wegrennt, das möchte ich nicht. Die schreien, ah, Corona! Das wäre so eine Sache, finde ich nicht so witzig. Aber hey, ist auch immer richtig schlimm. Aber ich fände es schon mega witzig, wenn das nicht so schreit. Also aus Meme fände ich das auch witzig, aber man weiß ja nie. Sollte man meine Bären einsetzen, ansonsten setze ich die nämlich nie im Leben ein. Damit ich so eine Paare und sowas wegmachen kann. Muss sagen, von den Leveln her bin ich gut dabei, da bin ich sehr stolz drauf. Valglas! Jawoll! Das kann sich. Nee, Latios hat das Blendpuder. Ja, warte! Nee, komm, also halt dein Maul. Als ob du ein Valglas gefunden hast. Ja, doch. Kriegt jetzt mein Latios das Valglas, weil der drückt dann nur noch Feuerodem. Das Blendpuder kriegt Shillock, weil der muss sich noch entwickeln. Der hat noch eine Aufgabe vor sich. Ich habe immer noch kein anderes Item, was ich irgendwie benutzen kann. Ich habe ein Stahljuwel, fällt mir gerade so auf. Okay, wobei, never mind, ich habe einen Drachenzahn, dann kriegt nämlich Latios den Drachenzahn. Alter, jetzt wird hier erstmal strategisch aufgestellt worden. Junge, was hast du denn für Items? Ja, habe ich halt gefunden. Und dann ich hab den Glücksrauch auf meinem Requal. Ich sag, das ist auch mega knackig. Also da mehr Geld zu bekommen, finde ich, ist schon sehr strong. Ich hab sogar Glücksrauch und das Münzamulett, das ist ein bisschen unnötig tatsächlich. Wieso? Du kannst es auf beiden Mons packen und dann. Ja, aber ich will lieber die Wundersaat auf meinem Roserade behalten. Ja gut, dann aber nein. Aber ich sag, von den Items her ist okay, was ich bisher auch gefunden habe. Boah, ich merke aber jetzt langsam ist es gut. Das ist übrigens, wir sind immer noch in der Session drin, Freunde. Wir sind richtig krass heute unterwegs. Mhm. Ich merke aber auch, es ist gut, dass wir langsam aufhören, weil mein Hals schreit schon so, Bro. Ja, mein Hals denkt sich auch gerade, Bruder, Alter, was machst du? Hör auf damit. Was hast du denn für ein Reden? Da denke ich mal auch mal so Leute, die so 24-Stunden-Streams machen, das sind schon echte Draufgänger, muss ich sagen. Ja, richtig. Wobei im Stream, also ich habe halt immer nur das Problem, dass ich da immer konstant durchreden möchte, aber muss man ja eigentlich nicht. Es gibt halt echt viele Streamer. Also ich kenne einen Mario Maker Streamer, der so gefühlt nie redet, so wenn er mal eine Subscription bekommt. Dann sagt er was und sagt so, oh, thank you. Und mehr halt nicht. So ansonsten. Ich sag, der einfachste Twitch-Beruf ist einfach Horror-Game-Twitch-Streamer, weil ja. Da sagst du nichts, da flüsterst du so, oh mein Gott. Das ist ja, so oder gruselig. Manchmal machst du, einfach nur ASMR-Geräusche. Da habe ich letztens mal draufgeklickt, einfach nur um zu wissen, wie es ist, habe ich 5 Minuten ASMR-Twitch gesehen und das war genug ASMR. Nee, Maxi Hoff. Das war genug ASMR für mein ganzes Leben, muss ich glaube ich sagen. Vielleicht irgendwann random, wenn halt gar nichts läuft, dann dachte ich mir, komm, du guckst jetzt einfach mal rein, damit dann weißt du auch endlich, dann verstehst du es vielleicht. Aber ich hab's nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum man das guckt, aber anscheinend macht man es trotzdem. Ah, es beruhigt anscheinend Leute und ich sage, dann ist okay. Ja, das ist ja okay, ich konnte es nur nicht fühlen. Es wird halt irgendwie dann ein Problem, wenn Leute das nicht nur schön finden vom Klangbild her, sondern schön finden, weil die das vielleicht sexuell anziehend finden. Und dann Menschen anschreiben deswegen, dass generell Leute, schreibt nicht Leute an, bitte hört auf, Leute wegen sowas anzuschreiben, wenn ihr es gemacht habt. Und macht es bitte nicht, wenn ihr es vorhabt. Ja, hä? Kennst du das nicht? Ich glaube, ASMR Janina wurde so oft angeschrieben wegen irgendeiner Scheiße. Da ist ein Tour-Talk. Wow, und ich habe einen Schill. Ja, es kann gut sein, dass das so ist. Also ich gehe auch stark davon aus, dass das passiert. Also würde mich zumindest wundern, wenn es nicht so ist, aber... Downy, wo bist du gerade? Ich bin im Ewigwald und bin so gut wie durch. Muss jetzt nur... Hab mir gerade die Themen Feuerodem abgeholt. Könntest du jetzt anhalten? Nee, ich muss noch aus dem Kampf raus. Also ich muss fliehen und dann, wenn ich raus bin, jetzt könnte ich anhalten. Okay, warte, lass mich kurz noch mit dem Typen quatschen. Nee, dann laufe ich noch.
Ich habe Tafelwasser erhalten. Guck mal, Speedrun. Ah, jetzt ist noch ein Pokémon, dann muss ich nochmal fliehen. Ein Morabell. Oh, das hätte ich auffangen können. Warum? Ja, weil du... Ja. Okay, von mir aus können wir jetzt anhalten. Ich bin jetzt in der Arena drin. Okay, dann hören wir auf. Ja, meine Freunde der Sonne. Ich glaube, das war mein Part, oder? Wenn ich mich recht entsinne. Yes, das war dein Part. Dementsprechend würde ich sagen... Ey, wir haben auch eine Spielzeit von 3 Stunden 7. Ach du Kacke, wir saßen jetzt hier echt 3 Stunden. Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Der nächste Part ist natürlich wieder beim Maxi von Vöglein. Ich hoffe, ihr seid dort wieder dabei. Bis dann. Warte. Nein, sag das nie wieder. Nicht Maxi von Vöglein? Nein, bitte nicht. Wir sehen uns bis dann und ciao. Tschüss.